Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect. Ich habe das ganze Inventar übrigens mal aussortiert, alles so gemacht, ne? Um, ja, ne? Damit es nicht so voll ist. Deswegen. Irgendwie funktioniert das hier mit diesem Schnellspeicher nicht. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. So, aber eigentlich müssten wir es ja dann gleich geschafft haben, denke ich mal. So. Ah! Das örtliche Auftreten von weißen Rauschen auf allen Frequenzen macht sie fast taub. Das Hood ihres Kampfanzuges übersät das Signal in eine Serie von Nullen und Einsen. Ne? Diese Sequenz wird immer wiederholt und überlagert alle Frequenzen, bis die Lichter auf dem letzten VI-Cluster aufblinken und verlöschen. Spezialisierungsklasse erreicht. Ihre Spezialisierungsklasse wird ihre Basisklasse im Squad-Bildschirm ersetzen. Die Talentränge in ihrer Basisklasse werden auf ihre Spezialisierungsklasse übertragen. Rufen Sie den Squad-Bildschirm auf, um zu sehen, welche Boni Sie mit jedem Rang in ihrer Spezialisierungsklasse erhalten. Okay, jetzt können wir hier was auswählen. Agent und Meister. Agenten sind Meister darin, ihre Umgebung zu ihrem maximalen Vorteil zu manipulieren. Reduziert die Nachladezeit aller Tech-Angriffe, verbessert Überlastung, verbessert Sabotage. Sanitäter kombinieren Tech- und Heilfähigkeiten miteinander, um die Effizienz des gesamten Squads zu steigern. Da ich Erste Hilfe und so nicht so oft nutze, nehme ich den Agenten. Ach komm. Wieder so 1 Milliarde Sachen? Was soll denn das? Welche hatten wir denn nochmal? Die Raptor, ne? Glaube ich. Ich habe gar nicht so viel im Inventar. Squad. Naja, so viel hat sich jetzt hier nicht geändert. Würde ich sagen. So. Ja. Ob ich denn das wieder Spiel geschlagen? Mensch. Was ist denn hier los? Meine Stoppuhr ist gar nicht gemacht. Aber finde ich gut, dass wir jetzt wieder so ein. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Richtig gut, richtiger Skill. So, oh, eine Kiste, die ich noch nicht gesehen habe. Da. Eine Pistole und ein Silverback. Eine Pistole ist gut. Die Edge 5. Oh. Silverback? Ach, das ist eine Rüstung. Eigentlich können wir die Level 1 Rüstung auch mal wegmachen. So. Perfekt. Schnellspeichern beendet, das bringt hier eh nichts. Wie ich das kenne. So. Ich glaube, wir haben es geschafft, oder? Sieht so aus, ja. Zurück zur Normandy. Prinzipiell cool, dass es eine Mission auf dem Mond gab, aber wie sie gemacht wurde, war jetzt nicht so nett. So, Cerberus. Begeben Sie sich in, in das Yangtze-System im Voyager-Cluster. Okay. Yangtze Voyager. Yangtze Voyager. Einer der beiden Griffe da. Voyager. Yangtze. Okay.
ein normales System. Mit Patajiri. Patajiri besitzt eine dünne Atmosphäre aus Neon und Chlor. Die Permafrostoberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Silikat mit Vorkommen Kupfer. Während der langen kalten Nacht sinkt das Chlor in der Atmosphäre in Form von Frost zu Boden. Wir haben Thorium entdeckt. Das ist noch ein dritter Planet. Das ist Alrumter. Alrumter ist ein kleiner terrestrischer Planet mit Spuren von Stickstoff und Krypton in der Atmosphäre. Seine kalte Oberfläche besteht hauptsächlich aus leichtem Metall mit Vorkommen von gefrorenen Ammoniak. Eine proteanische Datendisk. Okay. Und Dregir. Dregir ist eine kleine, karge Felswelt mit Spuren von Krypton und Xenon in der Atmosphäre. Die eisige Oberfläche besteht hauptsächlich aus Silikat mit Vorkommen Magnesium, Aluminium und anderen Leichtmetallen. Dregir hat nur ein schwaches Magnetfeld, wodurch der Planet für Antriebsentladung ungeeignet ist. Wir haben Beryllium entdeckt. Bintu besitzt eine Atmosphäre aus Kohlendioxid, in der es einen ständigen toxischen Chlordunst sowie Schwefeldioxidwolken gibt, aus denen sich regelmäßig heftige Schauer sauren Regens auf die Oberfläche ergießen. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Schwefel mit Vorkommen Calcium. So wie die meisten Welten in Voyager Cluster wird Bintu erst seit 20 Jahren von Forschern der Allianz kartografiert. Ein einheimisches Ökosystem ist nicht bekannt. Die Daten zu dieser Welt sind überraschend knapp und unspezifisch und zeichnen als Bild eines unangenehmen und interessanten Ortes. Und Renchato. Renchato ist ein heißer Jupiter mit Spuren von Schwefel in seiner Helium-Wasserstoff-Atmosphäre, in der sich in naher Umlaufbahn befindet. Die zerstörerische Gravitation des Gasriesen hat die Entstehung neuer Planeten in der Nähe verhindert. Okay, landen wir jetzt mal auf Bintu. Gehen mit Erdnok und Garrus los. So. Was haben wir auf der Karte? Ach du Kacke. Was müssen wir denn hier überhaupt tun genau nochmal? Wir sollen die Cerberus-Aktivitäten überprüfen. Ach schön. Wie fahren wir erstmal dahin? So. Und gucken, was es da so gibt. Also der ganze Planet ist ja echt voller Schwefel. Ja, einmal anzünden und dann hast du Glück. Palladium, ah ja. Ja, Cerberus, das erinnert, ist halt echt so ein richtiger Wink mit dem Zaunfall für Teil 2. So, über den Berg hier und dann haben wir das. So. Ist durch? Da müssen wir dann noch rein. Ich dachte, wir müssen da noch rein. Jetzt kann ich nämlich noch gleich hier die Ausrüstung haben für Garrus. Hat auch, kriegt auch ein Sturmgewehr, ein gutes. Mit Rückstoßdämpfer hier. So. Und Waffenmodifikation. Derzeit hat der Panzerbrechen 2, da brauchen wir nicht. Wolfram hier. Da kann ich doch bestimmt eine bessere Rüstung reinpacken, ne? Hier, sowas. Perfekt. Die Agenten... Also theoretisch die Agentenrüstung kann ich wegmachen. So, das hier, die kinetische Puffer kann weg eigentlich. Das Notfallinterface eigentlich auch. Exoskelett finde ich irgendwie auch bescheuert. Kinetische Puffer auch. Jetzt versteht er, weshalb wir so viel
so viel Universalgel haben. So, hier, der nimmt nur den ablativen Überzug. Okay, Universalwerkzeug. Das hier. Das. Der Blue Wire weg. Erdnog, unser Mann mit der Schrotflinte. Richtig. Was ist das denn für eine unnötige Schrotflinte? Richtig stärkste Schrotflinte, die wir haben. Und ja, Waffenstabilität am ehesten. Ja, von 20 auf 30 hoch, das dürfte doch passend sein. Kann ich den Reis dann auch wegmachen und eigentlich kann die diese Polonium-Munition auch weg. Plus 45% Schildumgehung ist natürlich auch nicht gut, aber es hat minus 20% Schaden, das werde ich nie nutzen, also kann das direkt weg. So. Warum habe ich so viel? So, eins von jedem Typ würde auch reichen noch. Schredder. Brandmunition. Diese ganzen Protonenladungen können weg. Eine Wolfram würde auch reichen. So. Zweimal Schredder, weil das relativ wichtig, denke ich mal, ist. Er kriegt da noch eine bisschen bessere Scharfschützengewehr. Das muss jetzt nicht sein. Kurganer-Rüstung. Ne? Ja, ja. So, dann können wir das Mercenary-Ding wegmachen. Hier Schadensschutz. Ne, wir nehmen jetzt Medizininterface so. Das hätten wir. Garrus ist. Ja, ich auch. Squad, da haben die nämlich noch Punkte. Das ist auch schön. Hier Dechiffrierung. Sehr schön. Okay, das hat er. Das kann ich noch mit Elektronik machen. Erdner hat auch 17 Punkte. Da kann er ist nicht auf Stroh sind ausgebildet. Soll er aber. So. Nein. So. Erweitertes Blutbad, nett. So, dann hat er nämlich Schrotflinte auch voll. Das ist nämlich das, was es eigentlich sein soll. Sehr schön. Mensch. Ja. Oh, hier ist es zu friedlich. Viel zu friedlich. Oh, und da sind nette Freunde. Achtung! Oh, oh. Hä? Eine Diakon. Nice. Wow! Er hat mich hier weggehauen. Sie haben die Bedrohung in dieser Einrichtung ausgeschaltet und untersuchen jetzt eins der nahegelegenen Labore. Okay. Offenbar hat Cerberus noch weitere Basen auf dieser Welt, kommen. Ja, das würde ich auch sagen. Jetzt kann ich
jetzt diese ganzen Diagnosestationen nicht nutzen, obwohl die da so sind. So, ich würde jetzt gerne durch diese Tür. Bin direkt hinter Ihnen, Chef. Wie erledige ich das? So nicht. Das verstehe ich nicht. Oder müssen wir da nicht hin? Das sind ja auch keine Ausrufezeichen und so, ne? Also, oh Mann, lassen wir einfach mal. Lassen wir das einfach mal da, wo es ist. Und begeben uns weiter. Da sehe ich schon die nächste Bedrohung auf der Karte. Weil Bedrohung natürlich, ne, so ein Wort ist, kann man jetzt nicht so genau sagen. Wow. Die schießen auf uns! Okay, weiter. Text. Wir denn hier? So, wir müssen das wahrscheinlich öffnen wieder, ne? Los! Oh, die haben hier einen Koreaner. Eieiei, das ist sehr cool. Sagen wir mal so. Okay. Wo ist er denn? Da. Komm. Unter den Creeper-Leichen gab es keine Spur von Kohaku. Er muss sich in einem der anderen Labore befinden. Gehen wir zur nächsten Basis, Shepard. Solche Missionen liebe ich. Das glaube ich, Wex. Das glaube ich dir. So. So, die nächsten befinden sich ja zum Glück relativ weit nah beieinander. Ja, wunderbar. Das gibt satt Kratzer im Lack. So. Perfekt. Was liegt an? Gefrorener Salarianer, Asari-Matriarchen, eine Pyramide. So.
Planeten angelangt, Gabi. Was zur Hölle ist das denn? Ah. So. Eine proteanische Datensätze. Im Inneren der Monumentspitze befinden sich einige Kinderspielzeuge und abgewetzte Kleidungsstücke und eine proteanische Datendisk. Was könnte ich jetzt? Na gut, das kann mich nicht weit genug schwitzen. Schade. Natürlich befinden die sich in der letzten. Wow. Haben wir. Wir sind ja zum Glück aber nicht so eine große Bedrohung. Los. So, oh, ein leichter Spind. So. Ja. Ach komm, wirklich? Was ist denn da drin? Striker 4, Equalizer 4, okay. Was? Striker 4? Unwichtig. Und Equalizer, oh, das macht satt Schaden. Ich dachte, da so eine Scharfschützengewehr drin. Unfassbar. So. Da sind doch auch gleich wieder Gegner. So, hier sehe ich das Ding noch schon in der Mitte. So. Warum das denn jetzt? Haben sie die denn? Ja, sorry. Brandsprengsatz und Exoskelett. Stirb, Kartoffel. Mensch, was hält die denn aus? Es wird Zeit, Kahoku zu rächen. So, hallo. Sie tasten nach dem Puls, finden aber keinen. Admiral Kahoku ist tot. Trotz der wilden Bestie, mit denen er hier eingesperrt war, weist seine Leiche keine Spur von Verletzung auf. Die Nadeleinstecher auf seinen Arm lassen auf eine andere Todesart schließen. Shepard, da drüben. Es ist Kahoku. Dann hat ihn Cerberus wohl doch gefunden. Ja, das ist wahr. Und hier können wir hinten rein noch. Wissen wir gar nicht. Die Mission ist zu Ende. So, wir müssen ins... Der Hund des Hades? Ist schön. In das Amazon-System reisen. Das machen wir wahrscheinlich gleich in der nächsten Folge. Sobald wir wieder auf der Normandie sind. Können wir das machen. So. Gehen Sie. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.